Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Basiswissen E-Video. Diesmal mit dem Thema Unterschied von Omega zu Alpha. Und da steigen wir mal direkt ins Game ein, um mit dem ersten Punkt auch sofort anzufangen. Und zwar bezieht sich eigentlich alles, was dort mit dem Upgrade vom Alpha, dem Free-to-Play-Version, Teil von EVE Online auf Omega, dem Bezahlmodell, wenn man so weit will, auf Skills. Die Skills sind immer der Punkt, der einen dann weitere Möglichkeiten im Spiel eigentlich gibt. Bis auf eine Ausnahme, die wir nachher nochmal vielleicht separat beleuchten werden. Also als erstes, was man sieht, bei mir ist generell die Training Time, also die Zeit, wie viel es dauert, die gesamte Liste hier abzuarbeiten. Ich habe generell 150 mögliche Skills, die ich hier in eine Reihe packen kann. Das ist ein Unterschied. So wie die Zeit. Als Alpha darf man hier nur 24 Stunden stehen haben, was schon mal eine Limitierung ist. Und, soweit ich weiß, 50 Skills hier oben stehen haben. Genau. Das hat schon mal einen deutlichen Einschnitt. Der zweite, was hier unten vielleicht auch noch zu sehen ist, hier links. Ich habe 58.000 Skills vergeben. Als Alpha darf man nur, also 58 Millionen, sorry, darf man nur 5 Millionen dort haben. Alle anderen Skills, die ich hier irgendwie vergeben habe, die nicht Omega sind, wenn ich jetzt von Omega zu Alpha zurückgehen würde, würden dann eingefroren werden. Das bedeutet, 5 Millionen ist hier die Limitation. Und nächster Punkt, der auch noch zu sehen ist, das kann man vielleicht sich unter anderem auch bei dem Schiff Tree anschauen. Immer da, wo dieses Clone State, dieses Omega-Zeichen auftaucht und man ist nicht Omega, ist es nicht möglich, über dieses hinaus die anderen Sachen überhaupt zu skillen. Das heißt, es limitiert einen auch darauf, zum Freischalten wirklich von bestimmten Schiffen. Alles, was Tier 2 ist, kann man sich so ungefähr merken. Darf nicht geflogen werden als Alpha oder kann nicht geflogen werden als Alpha. Und alles, was sonst so an Skills für Verbesserungen meistens sorgt, also beispielsweise jetzt hier bei Drones und ich gehe mal jetzt hier hin und show Info, dann würde man hier bei Drones alles skinnen können. Aber wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte gerne PI-Management, also vielleicht oder bei Produktion reinschauen, dann ist das hier vorne schon direkt Omega-Status. Also die meisten Industriesachen und bestimmte Sachen sind einfach limitiert auf Omega. Also macht es Sinn für solche Sachen, wenn man dich eher für das interessiert, auch Omega zu holen. Auch weitere Spielinhalte werden, ich nenne es jetzt mal so, oder Minigames werden erst dann freigeschaltet. Planetary Industry, früher Planetary Interaction, ist eigentlich nur sinnvoll möglich, wenn man Omega-Status hat, da man dadurch mehr Planeten bewirtschaften kann. Das ist für die Leute dann eher interessant, die auch darüber generieren, also es generieren wollen. Ich empfehle euch da mal das Video, was ich mal zu Planetary Interaction / Planetary Industry, wie es ja jetzt heißt, gemacht habe, um sich darüber mehr zu informieren, falls man Omega schon ist. Noch eine andere Sache wäre zum Beispiel, dass man mehr Klone haben kann. Also es hat alles immer mit diesen Skills in gewisser Weise zu tun, dass ich etwas machen darf und das wird erst dann freigeschaltet, wenn Omega da ist. Was davon vielleicht ein bisschen ausgenommen ist, ist zum Beispiel, dass ich die Level 4 Missionen und Level 5 Missionen annehmen kann, nur wenn ich Omega-Status habe. Bei den Agenten. Also das heißt, ich kann zwar bei anderen mitfliegen, wenn jemand eine 4 oder 5, Level 4 oder Level 5 Mission annimmt, aber selber kann ich das nicht. Und weshalb ich denke, die meisten Leute auch Omega haben und länger spielen, ist, dass sie Multiboxen. Das bedeutet, dass ich zwei Omega-Accounts gleichzeitig auf meinem PC öffnen kann. Das kann ich mit Alpha und Omega oder Alpha und Alpha nicht. Da brauche ich dann die zwei PCs dafür. Hier darf ich alle meine Omega-Accounts gleichzeitig spielen. Was natürlich für einige wichtig ist,
Frachter fliegen oder ja, manche fliegen auch die Incursion bei mindestens zwei Accounts, um mehr Geld zu scheffeln. Also es ist schon hauptsächlich dafür interessant. Ja, ihr seid jetzt Alpha und ihr habt jetzt gedacht, boah, ich möchte mich jetzt über Omega informieren. Wie komme ich da jetzt eigentlich dran, ist die nächste Frage, die ich mir eigentlich dann als nächstes stellen würde. Deswegen ein kleiner Abstecher noch dorthin. Als erstes natürlich New Eden Store, öffne ich mal für euch. Da ist natürlich ganz klar, hier One Month mit Plex zu kaufen. Ganz klare Sache. Dann gibt es nochmal auf der Website direkt eine Echtgeld-Version, wo man mit Echtgeld direkt sich nach Omega kaufen kann. Da muss man nicht den Weg über Plex gehen, sondern geht einfach direkt dorthin. Und dadurch, dass man ja auch Plex nutzen kann, kann ich ja auch ganz einfach sagen, okay, ich kaufe mir das mit ISK, also mit Ingame-Währung. Dazu habe ich mal irgendwann ein Video gemacht mit Mining und habe da mal eine Berechnung zu dem Zeitpunkt angesetzt, wie sinnig es ist, als Alpha nur mit ja, ganz rudimentären Kenntnissen und Skills zu minern, um sich darüber dann Plex zu verdienen und wie lange das eigentlich dauert. Natürlich muss man jetzt die Sachen nochmal hochrechnen, aber es ist meistens unsinnig, besonders dann, wenn man nicht genau Bescheid weiß und vielleicht ja, bestimmte Tricks nutzt, die man erst lernt, wenn man länger spielt. Genau, hier kann man dann sich einfach sagen, okay, ich möchte Plex kaufen im Ingame Store und dann würde hier schon die Plex aufgelistet sein mit den Preisen und der Menge. Man muss diese auch nicht mehr im eigenen Frachtraum durch die Gegend fliegen, dafür gibt es einen Tresor. Das sage ich allen, die nochmal jetzt seit Ewigkeiten wieder mal einloggen und sich dieses Video aus Spaß anschauen. Man muss das nicht mehr einfach so herumschleppen. Ich suche gerade in den neuen Settings jetzt gerade. Hier ist es. Das ist der Plex-Tresor. Ich habe gerade null Plex, weil ich bezahle mit Echtgeld. Das mit dem ISK und Umtauschen und so, das mache ich nicht. Das ist mir zu hubstädtlich. Deswegen hier der Plex-Tresor. Einfach hinfliegen und dann kann man dort das einfach verkaufen oder einkaufen. Ich hoffe, es war informativ. Bei noch weiteren Sachen, die ihr noch rausgefunden habt, die ich jetzt vergessen habe aufzuzählen, die als Alpha nicht möglich sind, aber als Omega möglich sind, gerne in die Kommentare. Ich freue mich darüber und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!